Die Situation in den Zonengrenzgemeinden ist durch die Erklärung des Hersfelder Landrats Edwin Zerbe, der sich für die Ausdehnung der Berliner Passierscheinaktion auch auf die Gemeinden im Zonengrenzgebiet ausgesprochen hat, erneut in die Diskussion gekommen. Die Lage vieler Familien in dem Grenzgebiet diesseits und jenseits des Stacheldrahtes ist ähnlich wie in Berlin. Brüder und Schwestern, Eltern und Kinder wohnen oft wenige hundert Meter voneinander entfernt und können sich nicht besuchen. Für das Gebiet innerhalb des 15 Kilometer Sperrgürtels erteilen die sowjetzonalen Dienststellen grundsätzlich keine Aufenthaltsgenehmigung. Verständlich, dass daher die Forderung des Hersfelder Landrats in allen Zonengrenzgemeinden stärkste Beachtung findet. Wir sprachen heute im Landratsamt in Bad Hersfeld mit Landrat Zerbe über seinen Vorschlag, örtliche Übergangsstellen nach dem Berliner Beispiel zu errichten. Ihr Vorschlag, nach dem Vorbild in Berlin auch Übergangsstellen an der Zonengrenze zu schaffen, Herr Landrat Zerbe, scheint mir weniger spontan als sehr überlegt gekommen zu sein. Sie sind ein genauer Kenner der Verhältnisse im Zonengrenzgebiet und ich möchte Sie fragen, ob Sie bestimmte Informationen haben, wodurch Sie glauben, dass Ihr Vorschlag doch reelle Chancen hat, verwirklicht zu werden. Nun, wir haben zunächst einmal das Beispiel von Berlin, wo es ja gelungen ist, eine Vereinbarung zu erreichen, aufgrund deren die Westberliner ihre Verwandten und Bekannten in Ostberlin besuchen konnten. Wir haben aber weiter doch auch die Erfahrung, dass es in der Vergangenheit möglich war, hier bei uns in Zusammenarbeit mit den entsprechenden kommunalen Stellen jenseits der Zonengrenze Vereinbarungen zu treffen, die Erleichterungen für die Bevölkerung, und zwar beiderseits, für die Bevölkerung beiderseits der Zonengrenze erreichen konnten. Es ging da um Dinge der Wasserversorgung, der Abwässerregelung, Flussregulierungen und so weiter. Und ich könnte mir vorstellen, dass man aufbauend auf dem, was in Berlin geschehen ist, ähnliche örtlich begrenzte Vereinbarungen auch für eine Art Passierscheinregelung erreichen könnte. Die Zonengrenze ist keine so absolut tote Grenze, wie es scheint, wenn man dort entlang geht. Es finden immer noch Übergänge in beiden Richtungen statt. Haben Sie Kontakte mit Dienststellen drüben? Wir haben keine dauernden Kontakte mit Dienststellen da drüben, jedenfalls nicht mehr in den letzten 2-3 Jahren, sondern wir nehmen nur Verbindung auf, wenn irgendwelche besonderen Vorkommnisse sind, der verschiedensten Art. Und da muss ich sagen, klappt es eigentlich im Großen und Ganzen. Aber es ist so gewesen, dass wir tatsächlich bis vor 2, 3, 4 Jahren dauernden, ja engen Kontakt hatten und wie schon erwähnt, manches durchführen konnten, ohne dass irgendwelche höheren Dienststellen offiziell eingeschaltet worden sind. Können Sie genauer sagen, welche Stellen das sind? Wir haben also einmal zusammengearbeitet mit dem Rat des, mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreises Eisenach, mit dem Vorsitzenden des Rates des Kreises Bad Salzungen, das sind unsere beiden Nachbarkreise, und mit dem Rat des Bezirks Suhl. Welche Behörden auf beiden Seiten sollten nun über ein solches Abkommen verhandeln und welche Stellen sollten ein solches Abkommen unterschreiben? Ich habe schon darauf hingewiesen, dass mir als Modell frühere Vereinbarungen eben mit diesen drei genannten Stellen, Rat Eisenach, Rat Bad Salzungen und Rat des Bezirkes Suhl, vorschweben. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch eben in diesen Passierscheinfragen, in einer Art kleinen Grenzverkehr, Vereinbarungen da erreichen könnten. Es hat ja früher derartige Regelungen gegeben. Es geht Ihnen, wenn ich Sie recht verstehe, um die Zonengrenzbevölkerung, also um die Bevölkerung in den Zonengrenzkreisen. Es geht mir zunächst einmal um die Bevölkerung der Zonengrenzkreise beiderseits des Stacheldrahtes. Mhm. Aber es hat sich ja schon manches Mal gezeigt, dass aus kleinen Dingen eine größere Entwicklung werden kann. Aber zunächst einmal geht es mir um diese Bevölkerung, die ja doch in vielen Fällen enge Verwandte jenseits des Zaunes hat und auf allen Fällen gute Bekannte, frühere Arbeitskameraden und auch in mancher Hinsicht noch wirtschaftliche Verbindungen. Wenn diese Übergänge wirklich nach beiden Seiten hin etwas geöffnet werden sollten, wäre es eines Tages so, dass Bewohner der Zone auch zu Besuchen hier nach Westdeutschland kämen, in die Grenzgemeinden.
Wenn nun ein Bewohner der Zone sich weigern würde, wieder zurückzugehen, glauben Sie, dass man ihn dann zurückschicken müsste, einfach um dieses Grenzübereinkommen aufrechterhalten zu können? Es würde sicherlich so sein, dass eine als solche Vereinbarung ein Entgegenkommen von beiden Seiten voraussetzt. Ich könnte mir vorstellen, dass insofern die Behörden der sowjetisch besetzten Zone in einer solchen Vereinbarung Formulierungen verlangen würden, die Sicherheit gegen eine große Fluchtbewegung darstellen würden. Würden Sie befürworten, dass man so etwas unterschreibt? Ich würde sagen, dass auf alle Fälle der Vorteil sowohl für die Menschen hier bei uns als auch für die Menschen in den Zonengrenzkreisen in Mitteldeutschland so groß wäre, dass man bereit sein sollte, da in irgendeiner Form ein Entgegenkommen zu zeigen.